Hallo zusammen zu diesem neuen Video aus dem Format Was wäre, wenn die Formel 1 auf dieser verrückten Strecke fahren würde. Und heute sind wir in Macau in Hongkong unterwegs. Hier fährt die Formel 1 natürlich nicht. Es ist ein Stadtkurs, ein extrem langer, sehr gefährlicher Stadtkurs. Und wir probieren heute mal, wie es denn wäre, mit einem Formel 1 2021 Fahrzeug hier unterwegs zu sein, mit einem vollen Fahrerfeld. Und jo, und schauen mal, ob das halbwegs realistisch wäre, wenn die Formel 1 hier fahren würde. Und wir schauen einfach mal rein. Let's go. Viel Spaß. Ähnlich wie im letzten Video bin ich diese Strecke selbst auch noch nie gefahren. Das heißt, es wären die ersten Meter, die ersten 5 Runden meines Lebens in Macau im Formel 1-Wagen für mich. Und check das letzte Video auf jeden Fall auch noch aus. Da sind wir auf dem Mount Panorama Circuit unterwegs in Australien. Da gab es ja komplettes Chaos. Die KI hat es überhaupt nicht geschafft, irgendwie ins Ziel zu kommen. Und wir gucken mal, ob wir hier 5 Runden überstehen, ob die KI 5 Runden überlebt. Und dann starten wir mal rein und schauen uns die Strecke erstmal ein bisschen an. Im Aston Martin die Ampeln gehen an. Bisschen buggy leider heute, dieser Mod. Die Ampeln sind irgendwie ziemlich klein und wir haben auch keine ordentlichen Fahrertags. Keine kmh-Anzeige. Aber egal, wir gehen jetzt einfach mal rein. What the? Okay, erste Kurve ist schon mal ziemlich wild. Ziemlich schnell geht's durch, haben wir gesehen. Hat sich der erste Haas, Mick Schumacher, ich weiß nicht, ob es ihm gut geht. Das ist ein bisschen schnell reingefahren, die erste Kurve. Die KI, die gast schon mal richtig, geht schon mal richtig ab hier. So, direkt erster Stau. Da hat sich, glaube ich, ein Ferrari verschätzt. Alle hinten drauf geballert. Hier ist eigentlich Vollgasanteil. Wir fahren auf die nächste Kurve zu. Bremsen mal, ich weiß gar nicht, ist die Kurve... Oh, die sieht eng aus. Okay. Also das ist halt Monaco Extreme. Schaut mal, wie krass eng die Strecke ist. So, das erinnert so ein bisschen an den Casino-Teil hier von Monaco. Fahren wir einfach mal. Ich weiß gar nicht, bin ich jetzt hier... Sind wir am kompletten Feld jetzt schon vorbeigefahren? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest des Feldes? Boah, das sieht ja mal richtig brutal aus hier. Okay, Rückwärtsgang. Oh, mit der Kurve habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. So, das wäre jetzt natürlich direkt wieder ein Safety Car. Wir fahren weiter. Und es haben ein paar überlebt. Ich weiß nicht, Frontflügel ist, glaube ich, noch dran. Oh, wie krank. Oh, wie krank. Die stehen hier alle Schlange für die... Was ist das für eine Kurve, bitte? Was ist das für eine Kurve? So, Mick Schumacher, retired. Oh, ich komme hier gar nicht rum. Ich komme hier gar nicht rum. Kommen hier Formel-1-Autos um die Kurve hier? Oh, krank, was ist das für eine Kurve? Schaut euch das mal an. Viel zu langen Radstand für diese Kurve. So, wir haben beschädigten Frontflügel. Beschädigten Heckflügel, aber es geht weiter. Da steht der Nächste. Charles Leclerc und, ich glaube, jetzt Tsunoda oder Gasly war das. Boah, wie krank lang ist die Runde eigentlich hier. Da sind wir, glaube ich, wieder auf Startziel. Klar, das Startziel hier wieder die breiteste Passage ist. Ah nein, das ist noch nicht Startziel. Boah, ich bin ja vollkommen lost. Ah, hier ist Startziel, oder? Ja, hier ist Startziel. Okay, hier auf der offiziellen Straße. Das gefällt mir, ist relativ breit. Geht's wieder rein, die erste Kurve. Eine Runde haben wir überlebt. Im Gegensatz zu einigen KI-Fahrern. Hier, wir fahren einfach mal weiter. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur hier das Rennen überleben auf diesem Kurs und schauen mal, dass wir hier so halbwegs Sicherheit mal reinbringen. Halbwegs mal die Strecke kennenlernen auf den 5 Runden. Wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, da eine ordentliche Zeit irgendwie oder eine saubere Runde hinzukriegen. Aber wir fahren einfach mal weiter, Leute. So, next one, Rechtskurve. Dann geht's wieder links rum. Oh nein, 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 nein. Ah. Also der Frontflügel hat sich direkt schon mal wieder verabschiedet. Aber ist ja auch klar, wenn man auf so einem krassen Stadtkurs fährt, zum ersten Mal und die Kurven nicht kennt, es wäre ja wie wenn du Monaco fährst und du kennst die Strecke nicht. Also ist ja klar, dass du da ordentlich was einstecken musst. So, Daniel Ricciardo retired. So, und jetzt haben wir nochmal die krasse Kurve hier. Ah nein, das war, die kommt später. Ich glaube, die Kurve, die kam jetzt dann, die kranke Kurve. Moment, Moment, Moment. Nein, 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 nein. Jetzt kommt die Kurve. Nein. Hier kommt die Kurve. Hier kommt die ganz wilde Kurve. Jetzt kommt... Latifi kommt auch nicht vorbei. Ich krieg die Kurve einfach nicht. Ich krieg die Kurve nicht. Ich glaube, ich bin die Kurve einfach zu weit rechts angefahren. Ich glaube, da muss man ganz links fahren, dass man da überhaupt eine Chance hat, die Kurve zu kriegen. Aber selbst ohne Frontflügel läuft das Auto noch ganz gut. DRS machen wir nochmal auf. Heckflügel, der funktioniert auf jeden Fall noch. So, wir sind jetzt auf jeden Fall in Runde 3. Geben wieder Vollstoff. DRS geht auf. Wir schalten hoch. Achtergang. Ich glaube, die nächste Kurve können wir fast auf Vollgas nehmen. Meine ich zumindest.
Ja, die können wir fast Vollgas nehmen hier. Also nach 3 Runden hat man die Strecke definitiv nicht im Kopf. Das ist ja unnormal. Unnormal übertrieben hier. Schalt mal ein bisschen runter. So, ganz vorsichtig. Also, bis du da mal eine vernünftige Runde hinbekommst, wenn du die Strecke nicht kennst, ist auch echt heftig. Also, shame on me, dass ich das hier nicht regelmäßig verfolge, die Formel 3. Die hier ja des Öfteren mal unterwegs ist und war. So. Aber ja, nach 3 Runden, da geht's schon. Da kann man schon mal so ein paar Kurven ganz ordentlich durchfahren. Boah, aber es ist unnormal. Es ist unnormal. Ich krieg die nicht in meinen Schädel rein, die Strecke. Das war auf dem letzten Kurs, den wir gemacht haben, irgendwie besser. Also hier ist ja vollkommen krank. Also die Formel 3-Fahrer, allerhöchsten Respekt, ey. So, jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt wird's spannend. Wir fahren die Kurve von ganz links außen an. Nein! Das kann doch nicht sein. Es sieht so aus, wie wenn das komplette Feld jetzt, glaube ich, retired wäre. Also ich sehe jetzt hier kein Auto mehr fahren. Wir sind auch ganz ordentlich davon gekommen mit einem kaputten Frontflügel und einem halbwegs lebendigen Heckflügel. Der ist noch halbwegs dran. Und wir schauen mal, dass wir hier eine ordentliche Runde fahren. Nächste Kurve rechts. Ah, wieder zu schnell. Ah, stellt euch das mal vor in der Formel 1. Das ist ja übertrieben krank. Oho. Also hier würde ich gerne mal ein Formel 1-Rennen sehen. Das wäre zu wild. Hat nicht mal mehr einen Safety-Car-Platz dann. So. Ein paar Kurven, die haben wir schon drin. Ein paar Kurven gehen ganz gut. Ganz eng an der Wand entlang. Geht's nochmal runter. Aber ohne Frontflügel ist halt einfach ein bisschen schwer. Da bekommt man halt die Kurven einfach gar nicht mehr. Also jetzt wird's spannend. Jetzt wird's nochmal spannend. Runde 4. Bekommen wir die Kurven. Ja, schalten mal den ersten Gang runter. Erster Gang. Jetzt lenken wir ein. Jetzt lenken wir ein. Ja! Jawohl! Wir haben die Kurve bekommen. Oh mein Gott. Crazy. Aber da sieht man mal, wie krass lang die Formel 1-Wagen sind. Man bekommt die Kurve einfach nicht sonst. Wenn man da nicht ganz perfekt einlenkt, kommt die Kiste einfach nicht um die Kurve. Wir sind in der letzten Runde und wir sind Leader auf jeden Fall. Es ist niemand mehr da, es ist kein Auto mehr da. Letzte Runde, let's go. Vollgas, geht's rein, die nächste Kurve. Gehen wir Vollgas durch. So, das nächste Mal jetzt hier. Zur nächsten rechts müssen wir relativ zeitnah abbremsen einfach. Ganz vorsichtig. Ich werde es einfach mal versuchen, nicht gegen die Wand zu fahren. Einfach so ein bisschen vorsichtig, dass wir einmal die ganze Strecke noch sehen. Haben wir bisher nicht geschafft, dass wir die ganze Strecke irgendwie halbwegs vernünftig, ohne an der Mauer zu streifen, abgefahren sind. Das muss man jetzt schon noch einmal. Nein, nein. Na, doch nicht geschafft. Ah, 5 Runden sind einfach zu wenig. 5 Runden sind zu wenig, um die Strecke hier vernünftig auswendig zu lernen. So, die Reifen sind auch schon ordentlich durch. Oh mein Gott. Nein. Ich habe eine Ausrede, Leute. Mein Frontflügel, der will nicht mehr. Der kann nicht mehr. Deswegen müssen wir ein bisschen die Bande benutzen. Natürlich wäre unser Auto auch schon längst komplett Totalschaden. So, jetzt probieren wir es nochmal. Es war so klar. Nichtsdestotrotz werden wir vermutlich dieses Rennen hier gewinnen. Wir heizen nochmal runter den Berg. Wir machen nochmal das DRS auf. Viel zu krank, hier DRS einzusetzen. So, Rechtskurve. Und jetzt die zweitletzte gerade nochmal. DRS geht auf. Reifen sind vollkommen durch. Oh, der Frontflügel. So, letzte gerade. Jawohl, ich glaube, wir gewinnen das Ding hier. Ja, Mann. Erster. Also, I'm sorry, Leute, dass ich hier wirklich keine einzige vernünftige Runde hier gefahren bin, ohne mal an der Wand zu schrammen. Aber ich glaube, in 5 Runden hier für den ersten Versuch, es ist unmöglich. Muss da einfach schleichen, um diese Strecke kennenzulernen. Und schaut mal an, Ricciardo, Gasly und Latifi waren die einzigsten Fahrer, die eine Runde geschafft haben. Aber eigentlich krass, dass die um den Knick, um diese krasse Rechtskurve rumgekommen sind, eine Runde lang. Das ist ja richtig verrückt. So, alle anderen hier einfach ausgeschieden. Ja, Leute, das war's mit diesem Video. Ich würde sagen, wir üben das Ganze noch ein bisschen, vielleicht auch mit einem Frontflügel.
dass wir da irgendwie eine Runde mal schaffen, irgendwann ohne gegen die Flanken zu stoßen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben raushauen, Abo dalassen und kommentiert gerne mal rein, welche Strecken wir außerdem noch hier in diesem Format fahren könnten. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.